Hallo liebe Zuschauer, herzlich willkommen zu der Finalrunde des Volksbank Benze Cups und es geht direkt los mit der ersten Halbfinalbegegnung zwischen dem HSC Blau-Weiß-Tündern und der SSG Halvesdorf. 7 Minuten gespielt, Halvesdorf zu diesem Zeitpunkt in Unterzahl und die Schwalben profitieren davon 1:0 für Tündern durch Vasco Gabe. Und es sah auch weiterhin gut aus für das Team von Siegfried Motzner. Die 11. Minute, fantastisches Zusammenspiel zwischen Ugo Aydin und dem Torschützen zum 2:0, Lukas Kramer. Noch 40 Sekunden auf der Uhr, doch Halvesdorf wollte sich noch nicht geschlagen geben. Matthias Günzel mit der Balleroberung und dem Anschlusstreffer nur noch 2:1. Doch dann dieses Missverständnis beim Anstoß. Ugo Aydin nimmt diese Einladung an und sorgt damit für die Entscheidung. 3:1, Tündern steht im Finale. In der zweiten Halbfinalpartie trafen die SG Hameln 74 und der TSV Basinghausen aufeinander. Auch im Finale des TBH Cups trafen die beiden Teams aufeinander. Da gab es einen deutlichen Sieg für die Hamelner und auch hier sah es gut aus für die 74er. Nach einer Minute 1:0 durch Exxon Muslici. Dann eine tolle Kombination in der 11. Minute, hervorragend vollstreckt von Robin Tegmeier, 2:0. Doch Basinghausen kam nochmal zurück und zwar 2 Minuten vor Schluss. Volkan Kulhan mit viel Präzision zum Anschlusstreffer, 2:1. Und nun wurde es richtig dramatisch, liebe Zuschauer. Nur noch 2 Sekunden auf der Uhr und Vitali Scholochow trifft hier zum Ausgleich. Unfassbar. So musste diese spannende Halbfinalpartie also im 9-Meter-Schießen entschieden werden. Reffert Hasso, der erste Schütze für Basinghausen, und er trifft zum 2:3. Josef Zelensky knallt das Leder an das Aluminium. Es bleibt beim 2:3. Auch Dominik Twelle verwandelt für Basinghausen und erhöht auf 2:4. Robin Tegmeier muss treffen, sonst war's das für die Hamelner. Und tatsächlich, Basinghausen bezwingt die SG Hameln 74 im 9-Meter-Schießen und zieht damit ins Finale ein. Zunächst gab es jedoch ein weiteres 9-Meter-Schießen um den 3. Platz zwischen SG und Halvesdorf. Manu Lehnhoff 1:0 für Hameln. Manuel Capobianco sorgt für den Ausgleich, 1:1. Rick Balk agiert da zulässig, kein Problem für Benjamin Kobert. Jan Bierwirth knallt das Spielgerät erbarmungslos in die Maschen. Führung für Halvesdorf. Eduard Mittelstedt muss jetzt treffen und das tut er auch. 2:2. Benjamin Kobert hat nun die Entscheidung auf dem Fuß und das macht er ganz locker. Die SSG Halvesdorf sichert sich damit den 3. Platz. Kommen wir nun zum Finale zwischen dem HSC Blau-Weiß Schwalbe Tündern und dem TSV Basinghausen. Und das ging hier richtig gut los für Basche. Etwas mehr als eine Minute gespielt. Rafa Tasso mit der Führung für die Grünen, 0:1. Diese hielt allerdings nur eine Minute. Kai Witt mit einem fatalen Fehlpass und Twelle kann den Treffer von Kramer nicht verhindern, der Ausgleich 1:1. Und hier ging's richtig zur Sache, nur eine Zeigerumdrehung später. Freistoß für das Team von Siegfried Motzner, clever und schnell ausgeführt von Ugo Aydin und Tim Piontek haut die Kugel in den Winkel, 2:1 für Tündern. Aber darauf fand Basinghausen die passende Antwort. Dominik Twelle
zieht davon und sorgt für den Ausgleich 2:2. Kurz vor dem Schlusspfiff nochmal Ecke für Tündern und die dicke Doppelchance für Lukas Kramer. Das hätte der Siegtreffer sein können. So musste das Finale im 9-Meter-Schießen entschieden werden. Basinghausen fängt an, Reffer Tasso wie immer souverän. 2:3 für Basinghausen. Hugo Aydin für Tündern, der Ausgleich 3:3. Dominik Twelle für Basche und super gehalten von Lukas Masur. Vasco Gabe, nächster Schütze für die Schwalben und er hat mächtig Power in seinem rechten Fuß. Thorsten Grähler hat da ein wenig Glück, doch der Ball ist drin, 4:4. André Wenten scheitert an Kai Witt, ebenfalls sehr gut gehalten. Es ging also weiter, wieder Reffer Tasso und wieder trifft er. Hugo Aydin gleicht aus, 5:5. Dwelle scheitert an Masur und nun hat Vasco Gabe die Chance, den Turniersieg klar zu machen. Und das macht er ganz cool und souverän. Tündern besiegt Basinghausen und gewinnt den diesjährigen Volksbank Benze Cup. Vielen Dank fürs Zuschauen, tschüss und bis bald.